Die Tarnung. Gut. Tom Thomas, hey, wozu brauchst du ein zweites Aquarium? Vor allem ganz ohne Fische. Erstens ist das ein Terrarium. Und es ist nicht für Fische, es ist für Echsen und Schlangen. Meine Freundin Katja bat mich, darauf aufzupassen, solange sie weg ist. Deswegen sind sie hier. Aufpassen? Auf wen? Da ist doch niemand drinnen. Es ist ein Chamäleon, Nullik. Ich finde es großartig. Das ist eine blöde Idee, es herauszunehmen. Vielleicht rennt es weg. Keine Sorge, ich hab es. So ein Monster. Und wieso konnte ich es vorher nicht sehen? Das ist, weil ein Chamäleon sich tarnen kann, indem es die Farbe seines Körpers verändert. Habt ihr schon mal Militäruniformen gesehen? Sie haben bestimmte Farben und Muster, durch die sich Soldaten besser verstecken können. Das nennt man Tarnung. Und der Mensch hat das von Tieren gelernt. Ein Wurm kann aussehen wie ein Zweig und ein Seepferd kann aussehen wie eine Koralle. Ein normaler grauer Hase wird im Winter weiß, sodass ein Wolf ihn im Schnee nicht so leicht finden kann. Aber der Meister der Tarnung ist das Chamäleon. Dieser Meister der Täuschung ändert seine Farbe in nur wenigen Sekunden. Hey, Tom Thomas, wo ist das Chamäleon hin? Oh, es ist verschwunden. Es ist nicht verschwunden. Es hat sich getarnt. Es muss hier irgendwo sein. Kommt, wir suchen es. Kaubacke, hast du das Chamäleon gesehen? Wo ist es? Seht ihr es? Nein, es will sich nicht finden lassen. Wir müssen es austricksen, damit es zu uns kommt. Aha, wir stellen eine Falle mit etwas, das es mag. Was mögen die nur, frage ich mich. Was schon? Futter! Und was fressen Chamäleons? Sowas wie Fliegen oder Raupen, Käfer. Wie kriegen wir jetzt eine Fliege? Nun, was, wenn... Was? Ussinka, das zahle ich dir heim. Warte nur. Hey, wir müssen Katja helfen. Unsere Raupe beschwert sich ja auch nicht. Still jetzt. Nullik, fang an zu summen. Summen? Ja, wie eine Fliege. Ja, und schlage mit deinen Flügeln. Sinka, wie lange muss ich das noch machen? Bis sich das Chamäleon zu erkennen gibt. Summ einfach weiter. Tom Thomas, da ist es. Schnapp es dir. Jupp, ich hab dich. In der Armee nutzt man Tarnung die ganze Zeit. Sie haben Netze, die aussehen wie Gebüsche. Sie bemalen ihre Panzer, damit sie sich an die Umgebung anpassen. Sie fliegen sogar besondere Flugzeuge, die nicht von Radaren erkannt werden. Sie tun alles Mögliche, um sich zu verbergen. Aber nicht nur die Armee nutzt Tarnungen. Fotografen tarnen sich, um Bilder von wilden Tieren zu schießen. Menschen nutzen Make-up, um ihre Hautunreinheiten zu verbergen. Und Künstler, sie bedecken ihre Wände mit hellen, bunten Bildern. Und Menschen lieben Maskenpartys, wo sie sich hinter Kostümen und Masken verbergen. Und natürlich haben Fixies ihre eigene Tarnungsstrategie. Wisst ihr es noch? Na, wie machen sie das? Jetzt rennt es nicht mehr weg. So, du Meister der Tarnung. Was hast du jetzt zu sagen? Wenn ich mich nur auch so gut tarnen könnte. Nullik, was redest du denn da? Du kannst dich doch 100 Mal besser tarnen als der da. Ah!
schon. Sieh und lerne. So tarnt man sich richtig. Die Knetmasse. Alles fertig. Simka, schau mal her. Ich habe meinen eigenen Packomat. Na, sieh mal einer an. Ein Packomat aus Knete. Da gehört er bei mir. Und da sieht wie ein echter aus. Okay, na klar, er sieht wirklich echt aus. Simka, Nolik, was geht? Hallo, Feuer. Wollt ihr nicht Tippen spielen? Das würde ich wirklich gerne, aber im Gegensatz zu euch habe ich sehr viel Arbeit. Ja, zum Beispiel? Nun, im Bad ist ein Haken runtergefallen. Tom, Toms Schreibtischlampe geht nicht. Im Aquarium ist ein Loch im Schlauch. Geht nur spielen. Ich muss ein paar Komaten holen. Oh, oh, oh. Ich würde gerne Tippen spielen. Moment, Nolik? Du hast einen Packomat? Aha. Wobei ich sagen muss, dass er seltsam aussieht. Das ist, weil... Lass uns alles vor Simka reparieren. Mit deinem Packomat und meinem Fixie-Board. Das wird echt cool. Also wo ist jetzt dieser heruntergefallene Haken? Alles klar. Nolik, hol mal die Klebe raus. Woraus? Na, woraus wohl? Aus deinem Packomat. Aber der ist doch nicht echt. Den habe ich doch aus Knete gemacht. Aus Knete? Sieht wirklich total echt aus. Damals, in der Steinzeit, haben die Menschen Geschirr und Skulpturen aus einer Knetmasse namens Ton geformt. Die Knetmasse, die wir heute benutzen, wurde erst vor ein paar Jahren erfunden. Im Grunde ist Knete nichts weiter als alter Ton mit ein paar Zusätzen, damit die Masse nicht austrocknet. Dann werden noch Färbemittel untergemischt und so ergeben sich die vielen schönen Farben. Man kann so viele tolle Sachen aus Knete machen. Ich habe eine Idee. Los, dreh dich um. Was machst du denn? Ich nehme Kleber aus dem Packomat. Alles klar, spring rauf. Wird das halten? Ja, na klar wird's das. Jetzt kommt die Lampe dran. Das geht nicht ohne einen richtigen Packomat. Deiner wird schon gehen. Tidisch! So, was wollte sie noch reparieren? Das Aquarium. Spring rauf! Eine Menge Knete brauchen. Gib mir den Rest deines Packomaten. Sicher. Und hier ist ein Souvenir. Fix und fertig. Was ist fix und fertig? Ha, wir haben alles schon repariert. Und womit, wenn ich fragen darf? Knetmasse. Ha, Knetmasse kann doch nichts zusammenhalten. Doch, die hält schon. Betten nicht? Okay. Was in aller Welt ist hier los? Oh. Das Wasser läuft über. Macht genau, was ich sage. Und keine Panik. Wusstet ihr, dass es möglich ist, Knetmasse bei euch zu Hause herzustellen? Ihr müsst nur dieses Rezept aufschreiben. Ihr benötigt eine Tasse Mehl, eine halbe Tasse Salz und eine halbe Tasse Wasser. Mischt nun das Salz mit dem Mehl und gebt das Wasser nach und nach dazu. Und jetzt alles gut vermischen. Was sagt ihr nun? Dass es aussieht wie Teig? Ganz richtig, denn genau das ist es auch. Nur essen kann man die Masse nicht, dafür ist sie viel zu salzig. Aber Dinge daraus formen, das könnt ihr gewiss. Wenn ihr eventuell bunte Knetmasse haben wollt, dann gebt einfach Wasser oder Lebensmittelfarbe dazu. Das wär's. Eure Knete ist bereit fürs Formen. Vergesst nicht, wenn ihr fertig seid, eure Figuren in der Sonne trocknen zu lassen. Auf diese Weise werden sie schön hart und sind lange haltbar. Gerade noch rechtzeitig. Habt ihr etwa auch die Lampe mit der Knete repariert?
Aha, und den Haken auch. Das war keine gute Idee. Aber wir waren echt schnell. Hey, ganz genau. Ihr habt euch echt eine Medaille verdient. Ihr seid Helden. Im Ernst? Selbstverständlich. Und hier ist sie, eure Medaille. Ja, aber die ist ja aus Knete. Sie passt wirklich zu eurer heroischen Tat. Die sprechende Puppe. Nun denn, jetzt wisst ihr ja, wie man sie repariert. Professor, Professor. Der Unterricht ist vorbei. Entschuldigt die Störung. Kein Problem, Professor Eugenius, die Stunde ist vorbei. Es ist äußerst dringend. Sehen Sie? Mama, konnichiwa. Ach, Sie haben eine sprechende Puppe. Ja, aber sie spricht Japanisch. Das Problem ist aber, dass sie Deutsch sprechen soll. Ihr bringt sie bei. Eine neue Technologie. Ich bin überfragt. Keine Sorge. Das schaffen wir schon, Professor. Danke, Herr Kollege. Sie sind immer gleich zur Stelle. Was täte ich nur ohne Sie? Professor, was ist denn mit der Puppe? Nicht jetzt, Kinder. Die Puppe ist unser morgiges Thema. Geht jetzt bitte nach Hause. Ich weiß sowieso schon alles über die Puppe. Im Ernst? Ihre Stimme zu verändern ist so leicht, das kann jeder. Aber wie? Kommt mit, ich zeig's euch. Die ersten sprechenden Puppen hatten ein quietschendes Gerät, das Geräusche machte. Wenn man die Puppe umdrehte, dann presste sich die Luft im Gerät durch einen Quietscher und der produzierte dann ein Geräusch, das so ähnlich klang wie das Wort Mama. Komisch. Heutzutage werden Stimmen und Geräusche auf Elektrochips aufgenommen, die mit kleinen Abspielgeräten in die Puppe eingebaut werden. Man drückt einen Knopf und die Geräusche werden gespielt. Jetzt können Puppen mit Leichtigkeit Mama und Papa und alles Mögliche sagen. Hier ist der Chip. Auf ihm ist die aufgenommene Stimme der Puppe. Das ist stark. Kann man die Stimme denn neu aufnehmen? Na klar. Also gut, ich muss gehen. Bis dann. Warte, Nolik. Ich habe eine super witzige Idee für einen Scherz. Was, wenn wir das auf dem Rasen machen, dann stehen wir. Aha. Also nun, wie gestern versprochen, erzähle ich euch heute von sprechenden Puppen. Einige sprechen, wenn man sie schaukelt. Andere reagieren auf Geräusche. Und um diese Dame zum Sprechen zu bringen, muss man einen Knopf betätigen. Wer möchte gerne? Spule! Ich? Na gut, ich mach's gern. Also los, drück auf den Knopf, dann sagt sie, hallo Mama. Hehehe, momentan auf Japanisch. Spule! Spule! ist das Japanisch für Hallo? Spule, warum ist in deinem Parkomat ein Foto von Ziffer versteckt? Woher kann sie das bloß wissen? Bist du etwa verliebt? Die Puppe lebt! Das nennen sie Scherzen. Ich habe noch eine viel bessere Idee für einen Scherz. Ja. Was? Spule, wein doch nicht. Die Puppe lebt nicht. Doch, sie lebt! Ich sag dir, wer diesen Scherz gemacht hat. Das waren Feuer und Nolik. Es stimmt, aber jetzt zahlen wir es ihnen heim. Wie? Also komm, der klügste Fixi in unserer Klasse ist Ziffer. Manchmal denke ich, dass er über alles Bescheid weiß. Professor Großfix hegt viel Respekt für ihn. Ziffer ist immer mit Denken beschäftigt und mag es nicht, wenn man ihn davon ablenkt. Er hat einfach keine Zeit, um mit den anderen Jungs rumzualbern. Ziffer zieht es vor, Probleme mit seinem Gehirn zu lösen, anstatt mit Muskelkraft. Deswegen tut er sich schwer beim Sportunterricht. Weil er aber so süß ist, muss man ihm einfach helfen. Eigentlich ist Ziffer nicht immer so gut bei der Handreparatur. Aber niemand versteht Technik besser als er. Wenn etwas kaputt geht, dann kann er immer genau herausfinden, was das Problem ist und einen Weg finden, um es auf die beste Art zu lösen. Dieses Mal machen wir es noch lustiger. Aha.
ihr seid wieder da. Ihr Gauner. Jetzt werde ich euch zeigen, was man mit bösen Jungs macht, die kleine Mädchen ärgern. Oh, jetzt habt ihr Angst. Das geschieht euch recht, ja? Die haben wohl gedacht, dass die Puppe wirklich lebt. Weißt du was, Ziffer? Ich dachte mir eben, dass es besser wäre, wenn sie lebendig wäre. Oh, Spule, du stellst echt Ansprüche. Das Level. Tom Thomas, tut mir wirklich leid. Den Film dieses Wochenende muss ich absagen. Wieso? Ich muss nach Afrika für die Arbeit. Und morgen schon. Oh, cool. Meinst du, ich kann vielleicht mitkommen? Nach Afrika? Weißt du denn überhaupt, wo das liegt? Afrika. Da, hier vorn. Mhm. Nein, du bist noch zu klein. Wenn du so groß bist wie Afrikas Spitze, dann nehme ich dich mit. Hier, dort. Tom Thomas, was machst du da unten? Ich wollte wissen, ob ich so groß bin wie die Spitze Afrikas, oder nicht? Nun, kennst du deine Größe? Okay, dann messen wir dich und markieren, wie groß du bist. Du musst nur das Buch halten, okay? Simka, wie misst man, was höher ist? Die Spitze Afrikas oder diese Linie? Nicht so einfach. Wir brauchen ein Stückchen Silikonschlauch. Oh, den kann ich für dich holen. Ich weiß, wo er ist. Und wir bauen ein einfaches Werkzeug, um die Antwort zu finden. Das nennt man Schlauchwaage. Lasst uns ein Experiment machen. Erst gießen wir Wasser in zwei Flaschen. Etwas mehr in die eine und etwas weniger in die andere. Dann verbinden wir sie mit einem Schlauch, sodass das Wasser zwischen ihnen fließen kann. Seht ihr? Das Wasser fließt und fließt. Und dann bleibt es stehen. Es bleibt stehen, wenn die gleiche Menge an Wasser in beiden Flaschen ist. Und wenn man das mit einem einfachen Schlauch macht, wird daraus ein nützliches Gerät namens Schlauchwaage. Darin hat das Wasser auf beiden Seiten immer den gleichen Stand. Ich überprüfe den Wasserstand auf dieser Seite. In Ordnung? Pass auf, wie du den Schlauch hältst, sonst fließt das Wasser ab. Nolik, wie sieht's aus? Das Wasser im Schlauch ist gleich auch mit dem Stand des Strichs. Da hast du's, Tom Thomas. Der Wasserstand zeigt an, wie groß du bist. Und? Nun, sieht so aus, als ob Tom Thomas zu klein für Afrika ist. Was, wenn wir den Schlauch etwas höher halten? Das kannst du machen, wenn du willst, aber das Wasser wird bleiben, wo es ist. Siehst du, der Wasserstand auf deiner Seite bleibt immer so wie auf der anderen Seite. Das dauert aber, bis ich so groß werde. Und was, wenn wir die Karte etwas niedriger hängen? Das wäre geschummelt. Aber es wäre clever. Es gibt viele tolle Sprichwörter, aber mein liebstes ist zweimal messen, einmal schneiden. Um richtig zu messen, braucht man Messgeräte. Das einfachste ist ein Lineal. Damit können wir die Länge eines Objektes herausfinden. Eine Armbanduhr misst, wie viel Zeit vergangen ist. Ein Tachometer zeigt uns, wie schnell wir uns bewegen. In einem Auto oder auf dem Fahrrad. Ein Stromzähler misst, wie viel Elektrizität wir nutzen. Ein Dezibelmesser kann uns sagen, wer lauter schreit oder stampft. Und ein Stangenzirkel kann ganz genau die Größe einer Münze oder eines Loches messen. Wir würden nicht auskommen ohne wundervolle Geräte wie diese. Wenn wir nicht alles sorgfältig messen könnten, würde alles um uns herum, was wir bauen, einfach auseinanderfallen. Oh oh. Papa! Papa! Guck, Papa. Das ist komisch. Anscheinend bist du etwas gewachsen. Heißt das, ich darf mitkommen? Ja. Bist du bereit? Hurra! Ach.
Aber wenn du nach Afrika willst, musst du geimpft werden. Das stört dich doch nicht, oder? Dafür muss ich extra geimpft werden? Bist du sicher? Ja, da ist eine gegen Malaria, Zezefliege, Krokodilbisse. Insgesamt gibt es 10 Spritzen. 10 Spritzen? Ja, 10. Oh. Papa, weißt du, das war ein Witz. Als du weg warst, habe ich die Karte runtergezogen. Okay, verstehe. Und ich habe gespaßt mit all den Impfungen. Was? Also braucht man keine Impfungen? Man braucht sie, aber nicht 10. Wie viele dann? 9 davon. Es gibt gar keine Impfung, nirgendwo, die ein Krokodil davon abhält, dich zu beißen. Reibung. Oh, Tom Thomas, deine Tür quietscht ja fürchterlich. Ja, und sie lässt sich auch so schwer öffnen. Oh, das liegt daran, dass deine Türangeln scheuern. Deswegen geht deine Tür nicht richtig auf. Kann man's reparieren? Verringere einfach die Reibung. Wie? Schmiere die Türscharniere. Ich kann's für dich machen, weil ich ein Paccomat habe. Okay. Simka, darf ich helfen? Aber klar, zieh den Paccomat an, okay? Reibung ist die Kraft, die zwischen zwei sich berührenden Körpern wirkt, wenn sie sich gegeneinander bewegen. Reibung kann Dinge schnell abnutzen, wenn viel Reibung besteht. Will man weniger Reibung, muss man etwas zwischen die Teile tun, die gegeneinander reiben, zum Beispiel Öl. Es gibt verschiedene Schmiermittel, die Uhren und Räder reibungslos halten. Und wusstet ihr, dass für Skier ein Spezialwachs eingesetzt wird, um sie noch schneller zu machen? Das wär's. Jetzt die obere Angel. Alles fertig. Komm, probier mal, wie die Tür funktioniert. Sie quietscht nicht mehr. Sag ich doch. Ihr seid echt die Besten. Ich muss gehen. Wohin? Ich geh Schlitten fahren. Ach, nimm mich doch bitte mit. Geht nicht, Nullig. Du hast keinen eigenen Schlitten. Wir sehen uns später. Hey, Simka, soll ich den Teller einölen? Wozu denn? Er wird den Hang auch ohne Einölen runterrutschen. Ah, in Ordnung. Warte hier auf mich, Nullig. Ich bin gleich zurück mit einer Überraschung für dich. Ja, Öl ist rutschig. Ich habe da eine gute Idee. Wow, absolut reibungslos. Nolik? Alles in Ordnung? Bleib bitte, wo du bist. Ich bin gleich da. Oh! 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 Papus! Papus, hilf uns bitte! Wer braucht Hilfe? Bin schon unterwegs. Hey, was treibt ihr denn da? Hä? Was sagst du da? Bleib, wo du bist! Was ist hier passiert? Ich habe etwas Öl auf den Tisch gekippt. Aber wieso denn? Um Reibung zu verringern. Super Idee. Keiner bewegt sich. Ich weiß genau, was zu tun ist. Was hattet ihr denn für ein Problem mit der Reibung? Ich will, dass dieses ganze Öl in 5 Minuten verschwindet. Ingenieure kämpfen täglich gegen die Reibkraft. Ihr Ziel ist weniger Reibung, damit Autos schneller fahren können und deren Teile nicht so schnell abgenutzt werden. Aber stellt euch vor, wie die Welt aussehen würde, wenn es plötzlich keine Reibkraft mehr gäbe. Tja, alles würde uns aus den Händen rutschen und vom Tisch fallen. Knoten würden sich entknoten. Und das ist noch nicht alles. Auch Autos könnten ohne Reibung nicht fahren. Reifen würden durchdrehen und unfähig sein, auf der Straße haften zu können. Wir würden nicht einmal gehen können.
Denn wenn wir laufen, bewegen wir uns, indem wir uns vom Boden abdrücken. Doch wie würden wir es ohne Reibkraft machen? Es ginge nicht. Ihr könnt also sehen, dass ein wenig Reibung in unserem Leben keine schlechte Idee ist. Puh, alles sauber. Aber es stinkt immer noch. Nolik, das hätte ich ja fast vergessen. Ich hab dir ein Geschenk versprochen. Guck, was ist es? Ich hab dir einen Tellerschlitten gemacht, nur für dich. Oh, wie toll. Nur, was nützt der Schlitten ohne Schnee? Nolik, hey, guck mal, was ich für dich habe. Schnee? Ja. Ist das echter Schnee? Hä? Ja, jetzt hast du einen ganz eigenen Berg zum Rodeln. Das ist spitze. So eine tolle Überraschung. Jetzt kannst du auch ohne Öl runterrutschen. Der Barcode. Also, was machen wir, falls wir Menschen begegnen? Verstecken, oder? Und was machst du, wenn es kein Versteck gibt? Dann verwandeln wir uns in Schrauben. Ganz genau. Wo ist es nur? Wo zum Kuckuck habe ich es nur hingelegt? So ein verwirrter Schussel. Ah, es ist Professor Eugenius. Kein Grund, sich zu verstecken. Er ist unser Freund. Wo ist es hin? Haben Sie was verloren, Professor? Ja, Herr Kollege. Es ist echt schlimm. Gestern habe ich ein Bügeleisen getestet und heute... es ist wie vom Erdboden verschluckt worden. Ja, wo könnte es denn sein? Es kämen zwei Orte in Frage. Entweder im Lagerhaus oder... nicht im Lagerhaus. Ja, diese Information wird uns helfen. Oder sie tut es nicht. Klasse. Mir nach. Ins Lagerhaus. Jedes einzeln aufmachen müssen, brauchen wir zwei Tage dafür. Vielleicht haben wir Glück. Lass uns hier reingucken. Nein, da drinnen ist ein Föhn. Ein Föhn? Wow, echt ein Föhn. Und was mag hier drin sein? Ein Mixer. Ja, fantastisch. Und in diesem Paket? Das ist ein Wasserkocher. Der ist hergestellt in Japan. Er hat recht. Da ist ein Wasserkocher drin. Professor, ist das ein Trick? Ich check's nicht. Profix, wie machst du das nur? Es muss Zauberei sein. Was soll's? Also ich glaube, er macht's wie folgt. Der Professor hat eine Brille, mit der er in die Pakete sehen kann. Natürlich nicht. Ich weiß ja nur, wie man den Barcode liest, der überall abgedruckt ist. Ach, den. Wenn ihr euch das Gedruckte auf Paketen und Schachteln anseht, werdet ihr ein Symbol mit vielen schwarzen Linien und Nummern finden. Diese Symbole nennt man Barcode. Jeder Barcode beinhaltet verschiedene Informationen. Was der Artikel ist, aus welchem Land er stammt und sogar in welcher Fabrik er hergestellt wurde. Mit Hilfe eines speziellen Lesegerätes, dem Scanner, ist es möglich, alle Informationen zu lesen, die der Barcode enthält. Für Geschäfte ist es wirklich ein exzellentes System, um zu wissen, was sie alles haben. Sie brauchen noch nicht mal einen Scanner dafür? Richtig, ich kann Barcodes auch so lesen. Ich werde es euch beibringen. Klasse. Mal sehen. Wir suchen nach einer Schachtel mit einem Bügeleisen. Da. Gut, bringt den Professor her. Heutzutage gibt es auf fast allen Dingen, die verkauft werden, ein Kennzeichen. Zum Beispiel dieses Zeichen hier ist ein Barcode. Und das hier ein QR-Code. Diese Symbole weisen uns auf vielerlei Informationen hin. Nehmen wir an, ihr geht an einem Gebäude vorbei und seht einen QR-Code. Wenn ihr eure Handykamera auf das Symbol lenkt, dann erscheinen auf dem Bildschirm Informationen über den Erbauer und wann es erbaut wurde. Toll, oder? Schade, dass nicht jedes Handy das schon kann. Und das ist noch nicht alles. Es gibt auch Kennzeichen, die ohne Bilder funktionieren.
Es gibt Elektrochips, die Informationen enthalten. Diese Chips werden in Personalkarten oder Reisepässe eingebaut. Und um durchgelassen zu werden, muss man die Karte nur nahe genug an einen Kartenleser halten. Ihr seid einfach toll. Und es ging auch so schnell. Was täte ich ohne euch? Hä? Was ist denn los? Das ist kein Bügeleisen. Wem gehört dieses Sandwich? Mir. Gestern wollte ich es in den Kühlschrank legen, aber ich schätze, ich habe es wohl in, ich werde immer so leicht abgelenkt. Hört mal, wir müssen das logisch angehen. Wenn ihr Sandwich in dem Paket legt, wo das Bügeleisen hingehört, dann wird sich das Bügeleisen im Kühlschrank befinden. Ah, da bist du. Mein neues Bügeleisen. Ich hab dich überall gesucht. Ich danke euch von Herzen. Das ist wirklich nicht nötig. Sie sind auch immer da für uns. Wir durften sogar in Ihrem Labor unsere eigene Schule gründen. Und wir müssen uns nicht verstecken. Ja, denn Sie sind so gütig und lieben Fixies. Der Globus. Eins, zwei, drei. Ich hab's wieder nicht geschafft. Hab ich doch gesagt. Man kann sich nirgendwo festhalten, wenn sich der Globus so schnell dreht. Aber ich weiß, dass ich es kann. Gib mir das Stück Seil da. Los. Jetzt wirst du mich nicht abschütteln. Dreh ihn. Na los! Wow! Was machst du da? Erkundest du etwa die Schwerkraft der Erde? Das ist ein Globus, nicht die Erde. Ein Globus ist ein Modell der Erde, oder? Hey, komm schon, Simka. Der Globus sieht aus wie ein Ball. Aber die Erde ist flach. Wir laufen drauf. Die Erde sieht auch aus wie ein Ball. Nur eben ein sehr, sehr großer. Das ist nicht wahr. Wenn die Erde wirklich so rund wäre, wie du sagst, dann würden die Leute ja runterfallen. So wie ich vom Globus. Nein, es ist nur so, dass die Erde alles anzieht. Bist du sicher? Der Planet, auf dem wir leben, die Erde, ist eine riesige Kugel. Die Erde dreht sich um die Sonne und der Mond dreht sich um die Erde. Wisst ihr, warum sie nicht voneinander wegfliegen? Das liegt an einer Kraft, die man Schwerkraft nennt, durch die sich alle Objekte anziehen. Je schwerer das Objekt, desto stärker die Anziehung. Deswegen werden Menschen, Felsen, Luft und Wasser zur Erde gezogen, statt dass sie in den Weltraum schweben. Durch Schwerkraft können wir auf der Erde laufen. Und warum zieht mich der Globus nicht an wie die Erde? Weil dieser Globus sehr leicht ist. Verglichen mit der Erde ist dieser Globus Millionen über Milliarden Mal leichter. Verglichen mit der Erde sind wir Staubkörner. Er hat recht. Schau, ein Staubkorn, es wird vom Globus angezogen. Wie wir von der Erde. Ach komm schon, das ist nur, weil niemand sich dreht. Aber die Erde dreht sich und wir werden angezogen. Was? Das glaube ich dir einfach nicht. Wie soll die Erde sich denn drehen? Du hast wirklich keinen blassen Schimmer, wie aus Tagen Nächte werden, oder? Mal sehen. Das ist, weil die Sonne hoch und runter geht. Seht mal, unsere Sonne ist hier und ihr seid dort. Auf der Erde. Ist es dunkel, Nullig? Es ist dunkel. Dann ist es Nacht auf deiner Seite. Und hier ist es Tag. Alles klar. Und jetzt drehen wir die Erde. Hurra! Nun ist es bei mir Tag. Und bei mir ist es Nacht hier drüben. Ah, nun ist es wieder dunkel bei mir. Und bei mir ist es wieder Tag. Okay, gut. Ihr habt recht. Ich glaube euch. Die Erde dreht sich. Die Erde dreht und dreht sich wie ein gekippter Kreisel. Und während sie sich dreht, scheint die Sonne ihr Licht auf die Seite, die die Erde der Sonne gerade zuwendet. Und wenn die Erde sich einmal komplett gedreht hat, können wir sehen, wie aus der Nacht Tag wird und aus dem Tag wieder Nacht wird. Die Erde braucht 24 Stunden, um sich einmal komplett zu drehen. Doch das ist doch nicht alles. Die Erde dreht sich auch im Weltraum um die Sonne. Die Erde braucht ein Jahr, um sie einmal zu umkreisen.
Während sie auf ihrer Bahn kreist, sind abwechselnd der obere und der untere Erdteil näher an der Sonne. Das liegt daran, weil die Erdachse geneigt ist. Wenn der obere Teil näher an der Sonne ist, ist dort Sommer. Zur gleichen Zeit ist im unteren Teil Winter. Und wenn es Winter im oberen Teil ist, ist es unten Sommer. Nolik! Nolik, wo bist du? Bin ich sicher. Irgendwo in Kasachstan. Die Gravitationskraft ist super stark hier. Also los, dreh mal. Du wirst wieder runterfallen, Nolik. Keine Sorge, versuch's einfach. Und kümmere den Globus, wenn du magst. Siehst du? Ha! Und du warst sicher, ich würde vom Globus runterfallen. Das ist seltsam. Nolik, komm mal hierher. Wozu? Das wirst du gleich sehen. Ich will nicht. Willst du nicht oder kannst du nicht? Tom Thomas, guck mal. Ha, ich seh's. Er hat sich selbst festgeklebt, oder? Ja, mit dem Kaugummi. Wird es nicht Zeit zu gehen? Aha. Und ich? Was wird aus mir? Hey, ihr müsst mir helfen. Verlasst mich nicht. Sollen wir ihm helfen? Des Kaugummis ist sogar stärker als die der Erde. Noliks Würfel. Tom Thomas, du kommst viel zu spät zur Schule. Du musst los. Schule? Keine Sorge. Was frisst er diesmal wieder aus? Diesmal gar nichts. Er löst einen Zauberwürfel, Nolik. Ein was? Der Zauberwürfel ist das berühmteste Puzzlespiel auf der ganzen Welt. Er wurde von Professor Rubik in Ungarn erfunden. Ein Würfel hat 6 Seiten. Ein Zauberwürfel hat darauf je 9 Vierecke, die alle die gleiche Farbe haben. Zuerst vermischt man die Farben. Um das Rätsel zu lösen, muss man die Teile drehen. Man muss drehen und drehen, bis jede Seite wieder einfarbig ist. Zum Beispiel rot oder gelb oder blau. Schon an diesem Würfel rum. Ich drehe schon 3 ganze Tage daran. 3 ganze Tage? Wir könnten dieses Rätsel in 5 Minuten lösen, nicht wahr, Simka? Ach, wirklich? Bitte sehr. Ich gehe jetzt zur Schule. Na, bist du bereit, Tom Thomas zu zeigen, wo es lang geht? Ja, ich halte mich da raus. Hey, ich dachte, du meintest, Zauberwürfel wären einfach zu lösen. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Das ist dein Problem, Herr Angeber. Na gut, dann werde ich es halt alleine lösen. Sieht aus, als ob du ein Problem hast. Oh, hi, Feuer. Nein, alles gut. Ich löse diesen Zauberwürfel. Ja? Kann ich mitmachen? Was? Du kannst das? Natürlich kann ich das. Das ist doch nicht schwer. Du wirst es ja sehen. Versuche mal, alle roten Vierecke auf eine Seite zu bringen. Kinderspiel. Halt ihn gut fest. Toll, ich halte ihn. Wow. Meinst du so? Cool. Und was ist mit dieser Seite? Was? Diese Seite muss komplett blau sein. Okay, dann mal los. Tada! Wie du es wolltest. Was ist jetzt mit der roten Seite? Hä? Simka hat mir gesagt, dass jede Seite einfarbig sein muss. Oh, als ob Simka es lösen könnte. Simka kann doch alles. Wenn Simka das kann, kann ich es auch. Feuer, du hast den Würfel kaputt gemacht. Er ist nicht kaputt, nur zerlegt. Stecken wir ihn zusammen. Aber nicht nur irgendwie, sondern richtig. Puzzle sind Spielzeuge, Spiele oder Rätsel, die euch dazu bringen, euren Verstand auf kreative und clevere Weise zu nutzen.
Zum Beispiel ein Labyrinth. Bei einem Labyrinth besteht die Herausforderung darin, den Weg durch all die verwinkelten Gassen zu finden. Ein anderes Rätselspiel ist ein Puzzle. Hier muss man ein Bild aus vielen kleinen Teilen zusammensetzen. Dafür muss man nicht nur konzentriert sein, sondern auch geduldig. Und es gibt viele Rätselspiele auf dem Computer. Ein sehr berühmtes Computerspiel ist Tetris. In Tetris fallen verschiedene Formen nach unten und man muss schnell denken, um sie in eine Reihe zu bringen. Rätsel lösen ist nicht nur eine tolle Aktivität für Menschen, es ist auch gut für Fixies. Das ist richtig, durch Puzzle wird unser Gehirn trainiert. Da, geschafft! Nolik, du solltest dich beeilen, denn Tom Thomas kommt gleich nach Hause. Hallo, Simka! Sieh dir das an, wir haben's geschafft! Ich glaub das nicht! Wie? Oh, es war ein Kinderspiel. Simka, Nolik, ich bin wieder da. Nun, ich flitz mal los. Ciao. Wihi! Wow, ihr habt es wirklich gelöst. Das war Nolik. Nolik, du bist cool. Also wie? Pass auf, erst nimmt man den Würfel komplett auseinander und dann setzt man alles wieder zusammen. Nein! Das ist geschummelt. Man muss den Würfel drehen, nicht auseinandernehmen. Ich werde es jetzt lösen. Und zwar ehrlich. Das geht auf keinen Fall. Warum, bist du dir da so sicher? Ich habe ihn zusammengeklebt. Warum? Damit du dein Gehirn nicht immer so überanstrengst. Jetzt wird der Würfel immer stimmen. Aber wenn er sich nicht dreht, ist es kein Zauberwürfel. Nun ja, jetzt ist es ein Nolik-Würfel. Stimmt's? Das Katapult. Was war das denn, huh? Sehr seltsam. Tom Thomas ist nicht da. Aber diese Modellsoldaten haben sich sicher nicht allein erschossen. Das war ein echt guter Schuss. Er war zwar kurz und auch nicht hoch und schlecht gezielt, aber ziemlich schlecht. Er war gut, aber auch schlecht. Jetzt hab ich's. Also was machen wir nun? Wir müssen's neu positionieren. Höher! Hey, Feuer! Nolik, warum solltet ihr einen Grund haben, auf Fixies zu schießen? Fixies? Die sollten doch jetzt in der Schule sein. Eigentlich bin ich gerade auf dem Weg zur Schule. Und was ist mit dir, Feuer? Warum bist du nicht dort? Weil es dort langweilig ist. Aber hier, schau nur, was für eine coole Waffe wir haben. Ha, wie hast du das gerade genannt? Ihr wisst ja gar nicht, was das ist. Das nennt man Katapult, Leute. Ein verkatertes Pult? Nicht ein verkatertes Pult. Ein Katapult, Freunde. Katapulte sind antike Wurfmaschinen. Sie wurden benutzt, um Steine, schwere Pfeile oder Fässer mit brennendem Teer zu schleudern. Der Hauptteil eines Katapultes ist ein besonderes Tau. Es wird sehr, sehr fest verdreht, wie eine Feder. Das Seil wird anschließend um einen großen Löffel gewunden. Und dann, wenn der Löffel zurückgezogen wird, man einen Stein hineinplatziert und dann loslässt, feuert das Katapult einen Schuss ab. Und dann fliegt der Stein weit, weit weg. Aha. Verstehe. Jetzt machen wir es. Zu kurz gezielt. Wieso zu kurz gezielt? Was wolltest du denn treffen? Abwarten. Der Löffel muss weiter gespannt werden. Nur ein wenig. Leute, ihr werdet das Glas zerbrechen. Nolik, gib ihm den Ruck. Alles klar. Ja, genau ins Schwarze. Lasst uns jetzt ins All fliegen. Warte, welches All? Was heißt hier fliegen? Wer wird denn jetzt fliegen? Ich werde fliegen. Haha, direkt aus dem Fenster, geradewegs zum Mond. Der erste Fixinaut der Welt. Bist du jetzt bereit für einen Flug ins All? Ja, Sir. Nolik, steig sofort aus dem Löffel aus. Ich werde der erste Fixi auf dem Mond. Ja. Nolik? Jetzt reicht's aber. Das soll wohl ein Scherz sein. Es ist ja gar kein Witz. Er wird ins All fliegen. Und wieso machst du das nicht? Weil er leichter ist. Moment mal. Menschen sind auch nicht direkt ins All geflogen. Zuerst einmal haben sie Hunde geschickt. Nee, Kaubeke passt hier nicht rein. Simka, warum gehst du nicht und lässt uns in Ruhe? Gut, ich gehe jetzt. Aber nur, wenn Nolik sich sofort einen Schutzhelm aufsetzt. Du hast ganz recht. Ich hole einen Helm.
Das Katapult wurde zwar in antiker Zeit erfunden, es wird heute aber immer noch benutzt. Aber anstatt Steine zu schleudern, werden Katapulte verwendet, um Düsenflugzeuge abzufeuern. Die Startbahn auf einem Flugzeugträger ist recht kurz, also helfen Katapulte, damit Flugzeuge schnell genug werden, um abzuheben. Katapulte können auch fürs Retten von Piloten eingesetzt werden. Wenn ein Flugzeug einen Unfall hat, wird in der Kabine ein Katapult aktiviert. Der Pilot wird in den Himmel geschossen und landet auf dem Boden mit einem Fallschirm. Eine einfache Steinschleuder ist auch eine Art Katapult, nur eben ein sehr kleines. Seid aber vorsichtig mit diesem Spiel. Es kann für euch und andere gefährlich werden. Und was uns Fixies betrifft, wir benutzen Katapulte nur für Friedensmissionen. Papus, schnell! Unser Nolik wird gleich mit einem Katapult zum Mond geschossen. Was? Und was, wenn ich da neue Fixie treffe? Was soll ich zu ihnen sagen? Hallo alle! Und bitte sie doch, dich zurückzuschießen. Also? Jetzt geht's los! Nein! Simka! Nolik! Ich steige nicht auf! Puh! Wir leben noch! Hurra! Er ist abgeflogen! Wer ist abgeflogen? Wo ist Pumpe? Hier! Ein Sturzflug! Wir sind nicht schuld! Du bist halt schwerer als Nolik und deswegen kamt ihr nicht weiter. Papus, vielleicht können wir es noch einmal probieren. Was? Die Kamera. Das reicht schon. Und lass mich sehen, wie hübsch du heute aussiehst. Sag das bitte bloß nicht im Fahrstuhl. Macht's gut. Check das aus, Nolik. Cool, hä? Bekommst du keinen Ärger dafür? Nein. Mein Papa hat mir erlaubt, ein paar Bilder zu machen mit seiner Kamera. Nein, ich meine das Bild. Bist du sicher, dass deine Eltern nichts dagegen haben, dass du es gemacht hast, ohne zu fragen? Aber seht doch, so ein tolles Bild. Weißt du was, Tom-Thomas? Du bist ja wie ein Paparazzi oder sowas. Paparazzi? Die machen doch ein Foto und bekommen dafür Millionen, oder? Ganz genau. Und alles andere ist ihnen egal, außer ihre Fotoapparazzis. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie eine Fotokamera funktioniert? Angenommen, ihr wollt ein Foto von der Landschaft machen. Das Licht von draußen strömt durch die Linse der Kamera. Das ist das Glasauge vorne an der Kamera. Die Linse nimmt das Licht aus der Umgebung außerhalb der Kamera auf und macht daraus ein winziges Bild innerhalb der Kamera. Dann wird das Bild auf einem speziellen elektronischen Sensor gespeichert namens Matrix. Der ist lichtempfindlich. Klick! Und da ist euer Foto. So eine tolle Idee. Jetzt weiß ich, ich werde Paparazzi. Hey, was ist mit deinem Versprechen? Welches Versprechen? Uns niemals zu fotografieren. Wir sind ein Geheimnis. Stopp! Hey, entspannt euch. Ich lösche sie später. Tom Thomas, hör sofort auf damit. Werde ich nicht, bis ich ein Foto von euch habe. Nolik, schnell weg! Ihr könnt mir nicht entkommen. Ich hab euch. Die Story des Jahrhunderts. Das Monster und seine Beute. Tom Thomas, Hilfe! Nein, er wird nicht helfen, denn er ist ein Paparazzi. Ja, ich hab sie. Das ist mein allerbestes Foto. Was ist das für ein Krach? Tolles Bild! Die
allerersten Kameras wurden vor fast 200 Jahren erfunden. Aber sie funktionierten sehr langsam. Wollte man ein Porträt haben, musste man eine ganze Stunde lang still sitzen. Nach der Erfindung des Filmes wurden Kameras viel schneller. Und es wurde möglich, etwa 10 Bilder pro Minute zu machen. Auf einem Filmstreifen erscheint alles umgekehrt. Schwarze Flächen auf dem Bild sind weiß und das Weiß ist schwarz. Es sieht nicht normal aus, bis das Bild vom Film auf ein Stück Fotopapier übertragen wird. Heute machen Menschen Bilder mit Digitalkameras, die ganz ohne Film funktionieren. Man kann sich die Bilder, die man gemacht hat, sofort auf dem Bildschirm ansehen, um sie auszuwählen. Und wenn es einem nicht gefällt, kann man gleich ein neues Bild schießen. Und heute braucht ihr nicht mal eine separate Kamera, um Bilder zu schießen. Fast jedes Handy hat eine. Simkanolik, seid ihr da drinnen? Hey, kommt raus. Ich höre auf, Fotos von euch zu machen. Wir sind doch Freunde. Es tut mir leid, Leute. Wir wurden fast lebendig von einem Hund verspeist. Bitte vergebt mir. Wollt ihr euch die Bilder ansehen? Klar. Na los, zeig uns, was du hast. Wir sind nicht in dem Bild. Und hier auch nicht. Gut gemacht, Paparazzi. Einen Moment. Ich hab noch eins und da seid ihr drauf. Da bin ich mir sicher. Seht! Ich zoome näher ran. Das ist unmöglich. Das glaube ich nicht. Es ist möglich. Aber wann hattet ihr Zeit, zu Schrauben zu werden? Als du den Knopf gedrückt hast. Wenn wir Angst haben, dann verwandeln wir uns super blitzschnell. Reingelegt, ha! Paparazzi. Und was stellst du jetzt mit deinen Millionen an, Mr. Paparazzi? Ach, hört doch bitte auf, mich so zu nennen. Kein Problem, nachdem du jedes einzelne Foto sofort löscht. Na gut, ich lösche sie. Und muss ich das auch löschen? Nein, behalt es. Es ist ein tolles Foto. Es gefällt mir nämlich wirklich sehr. Der Paco-Mat. Simka, kann ich den Paco-Mat haben? Ich möchte gerne ein wenig mit ihm üben vor dem Test. Na klar. Du bist echt gut da drin. Gut? Ich könnte wohl kaum schlechter sein. Ich wollte einen Staubsauger. Eigentlich warst du ganz nah dran. Zumindest hat er den Schlauch rausbekommen. Das ist gar nicht zum Lachen. Um ein Werkzeug aus einem Paco-Maten zu nehmen, muss ein Fixi nicht nur den Knopf auf seiner Brust betätigen, sondern sich das Werkzeug auch bildlich vorstellen. Im Erwachsenenalter fällt es Fixis leicht, dies zu tun. Aber während sie Kinder sind, müssen sie hart trainieren, um diese bedeutende Fertigkeit zu erlernen. Um neue Werkzeuge handhaben zu können, legen Fixis wichtige Prüfungen ab. Wenn sie eine Prüfung bestanden haben, dann wird das entsprechende Werkzeug ihrem Paco-Maten beigefügt. Es gibt viele Dinge, die man in ihm finden kann. Schraubenzieher, Hammer, Leitern, Staubsauger und sogar Lötkolben. Viele der Werkzeuge, die Fixis benutzen, sehen jedoch anders aus als die der Menschen. Der Grund dafür ist sehr einfach. Das liegt daran, dass Fixis Geräte reparieren müssen, die viel größer sind als sie selbst. Ich wünschte... Nur ich wüsste, welches Werkzeug beim Test drankommt. Ich hab's! Bleib genau hier stehen! Großfix! Was? Wegen dem Test. Um welches Werkzeug wird es sich handeln? Das ist geheim. Oh, wie schade. Du kannst doch ein Geheimnis wahren, oder? Na klar! Dann sag ich's dir. Der heutige Test handelt von Zangen. Verstehst du? Aber sag es niemandem. Alles klar? Auf keinen Fall. Ich werde ihn nie bestehen. Wirst du? Er wird die Zange dran nehmen. Hä? Woher weißt du das? Das ist geheim. Hä? Okay, Ziffer. Versuch doch mal, ein paar Zangen rauszuholen. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Denn sie greift alle Dinge geschwind. Doch pass auf deine Finger. Weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. Eine Zange ist das Werkzeug schlechthin. Gut gemacht, du hast es. Vielen Dank, Nolik. Ich bin es nicht, dem du danken solltest.
Vielen Dank. Wofür? Das Geheimnis. Welches Geheimnis? Wegen der Zangen. Ach, das. Weißt du, ich habe ein neues Thema gewählt. Das Thema wird jetzt nämlich der Hammer sein. Ein Hammer? Aber es ist ein Geheimnis. Ich weiß schon. Er hat's geändert. Es ist ein Hammer. Bist du dir sicher? Absolut. Na gut, ich werd's probieren. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er nagelt alles zu ganz geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Hammer ist das Werkzeug schlechthin. Super, ich bin sicher, du schaffst das. Nur wenn er mich über einen Hammer befragt. Bin gleich zurück. Großix, ist es wirklich ein Hammer? Nein. Ein Hammer wäre viel zu einfach für diese Kinder. Also jetzt ist es eine Bohrmaschine. Bohrmaschine? Aber es... ist ein Geheimnis. Jetzt weiß ich's. Es gibt keinen Zweifel mehr. Es ist eine Bohrmaschine. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Denn er bohrt 100 Löcher geschwind. Doch pass auf deine Finger auf, weil du sie noch lange brauchst. So ein Bohrer ist das Werkzeug schlechthin. Und was, wenn's keine ist? Richtig! Pass auf deine Finger auf, Finger auf, Finger auf. Pass auf deine Finger auf, weil du sie noch brauchst. Das reicht. Ich habe jetzt genug. Ich gehe jetzt und mach den Test. Ja. Ziffer? Komm nur rein. Professor, worum handelt es sich denn beim heutigen Test? Ach nichts, du hast schon bestanden. Was? Sie meinen, Sie werden mich überhaupt nichts fragen? Nicht nötig. Du bist ausgezeichnet im Umgang mit dem Pacomat. Woher wissen Sie das? Das ist ein Geheimnis. Und wir Fixies wissen, wie man ein Geheimnis wahrt. Der Fleck. Tom Thomas, was machst du da? Guckst du etwa Fernsehen, ohne ihn angeschaltet zu haben? Ich gucke nicht, ich beobachte mein Spiegelbild. Schau mal, ich porträtiere mich nämlich selbst. Du teleportierst dich selbst? Durch den Fernseher oder wie? Porträtiere, nicht teleportiere. Ein Selbstporträt ist, wenn ein Künstler sich selber malt. Sich selbst? Ha! Du denkst wohl, du hast solche Muskeln wie die Superhelden, die du hier gemalt hast. Hä? Woher soll ich denn wissen, wie meine Muskeln aussehen? Und überhaupt, stör mich nicht bei meiner Kunst. Tom Thomas, ein Fleck! Oh nein! Wisch ihn weg! Mach schnell! Jetzt ist es schlimmer. Was jetzt? Ach, wenn Marcia nur hier wäre. Normaler Dreck kann abgebürstet oder mit Wasser abgewaschen werden. Aber es gibt auch Flecken, die man nicht so leicht los wird. Obstflecken müssen in heißem Wasser eingeweicht werden. Blutflecken dagegen sollten nie in heißem Wasser gewaschen werden. Man kann auch Farb- oder Rostflecken waschen. Dafür braucht man einen besonderen Fleckenentferner. Aber Fleckenentferner sollten nur benutzt werden, wenn eure Eltern oder andere Erwachsene dabei sind, die aufpassen. Ich weiß es auch ohne Marcia. Womit entfernt man Bleistiftstriche? Mit einem Radierer. Aber das Hemd ist kein Papier. Na und? Versuchen wir es. Na los! Jetzt hat der Fleck drei Farben. Noch eine Idee. Wir sollten drüber streichen. Mit diesem weißen Stift. Drüber streichen? Ja. Das war eine blöde Idee. Jetzt weiß ich's. Wir brauchen etwas Wasser. Das muss in die Waschmaschine. Denkst du nicht? Nein. Weiß wäscht man nicht mit Farben. Und du hast ein weißes Hemd voller Farbe. Und was ist, wenn wir mehr Wasser nehmen? Wie viel mehr denn noch?
Noch irgendwelche Ideen? Vielleicht haben wir was falsch gemacht. Ihr habt alles falsch gemacht. Ihr hättet einen Fleckenentferner benutzen müssen. Fleckenentferner? Wozu? Oh, sieh doch mal, Simka, wie schön es aussieht. Als hätten sie mit Absicht darauf gemalt. Spule ist Simkas beste Freundin. Sie ist sehr groß, fast so groß wie Papus. Ja, sie ist die Größte in der Klasse und stark ist sie auch. Spule lacht gern und niemand lacht so laut wie sie. So ist sie eben. Fröhlich und nett. Sie ist für alle da, die sie brauchen und sorgt dafür, dass ihre Freunde sich vertragen. Natürlich finde ich es nicht so toll, dass sie mich wie ein kleines Baby behandelt. Immerhin ist sie diejenige, die vor Katzen Angst hat. Sie hat sogar Angst vor süßen kleinen Spinnen. Und sie ist total abergläubisch und glaubt an Horoskope. Spule glaubt alles, was man ihr sagt. Das ist großartig, denn so kann man sie wunderbar reinlegen. Aber sie nimmt das alles nicht so ernst. So ist Spule eben. Das war mit Absicht, oder? Na klar. Tom Thomas, nein, was soll das? Du kriegst Ärger für einen Fleck und jetzt machst du noch mehr davon? Keine Sorge, Nullig. Mama hat gesagt, dass das ein altes Hemd ist. Ich darf es ruinieren. Ach, wozu dann die ganze Mühe? Ein Fleck hier und da und dort und auch hier. Schön. Ja, noch einer dort und vielleicht noch hier. Wow, sieht aus wie ein Feuerwerk. Richtig. Es gibt einen Namen für die Kunstrichtung dieses Gemäldes und zwar nennt man sie abstrakte Kunst. Es gibt viele Linien und Flecken überall und jeder sieht darin, was er darin sehen will. Seht, eine goldene Kugel am Fluss. Und da kommt Tom Thomas tatsächlich mit einer 5 aus der Schule. Tom Thomas, was ist denn das hier für ein Chaos? Und was ist das? Das ist abstrakte Kunst. Das hat was Gutes. Ich mag es. Abstrakte Kunst, ist das nicht toll? Ah, mein kleiner Künstler. Das Team. Die Halbzeit ist fast vorüber. Das Team von Tom Thomas führt mit 2:0. Der Klassenunterschied ist klar zu erkennen. Simka, pass ihn zu mir! Simka, hierher! Tor! 3:0. Das Ende des ersten Drittels. Die Mannschaften gehen in die Pause. Das Spiel ist so unfair. Ihr seid zu sechst und wir nur zu zweit. Geht ruhig und holt eure Klassenkameraden. Ich werde trotzdem gewinnen. Bist du dir da sicher? Weißt du, was der Wort ist? Ganz gut, dann hat der Bruder. Aha. Gut, Tom Thomas. Du wolltest es so. Junge Fixies lernen alles genauso wie normale Kinder auch. Aber Fixie-Schulen sind ganz anders als Schulen für Menschen. Zunächst sind nicht mehr als 10 Schüler in einem Klassenraum. In Simkas Klasse zum Beispiel sind es 6. Und die Kinder lernen nicht nur an einem Ort. Die Stunde könnte in einem Kühlschrank stattfinden oder am nächsten Tag in einem Computer und am folgenden Tag in einem Staubsauger. Das ist der beste Weg für die Fixies, um etwas Praktisches zu lernen und ihr neues Wissen auszutesten. Das Wichtigste ist aber, dass sie lernen müssen, als Team zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig helfen müssen. Stärkere Fixies helfen den Schwächeren und Ältere helfen den Jüngeren. Das ist ein Muss, denn gewisse Geräte sind so groß, dass wenn wir, die kleinen Fixies, nicht als Team zusammenarbeiten würden, wir es einfach nicht schaffen können. Und nun zum Beginn des zweiten Drittels kommt unser volles Team aufs Eis. Hä? Ich präsentiere die Maschine unserer Klasse, Feuer. Mein Motor brummt. Und nun das Gehirn der Klasse, Ziffer. Also, wie viel steht's? Und hier die Seele unserer Klasse, Spule. Ich bin der Torwart, okay? Und hier ist sie, das Gesicht unserer Klasse, Werder. Oh ja, und so ein Süßes. Willst du
aufgeben, Tom Thomas? Ich habe keine Angst vor euch. Nullig, pass! Ich kalkuliere den richtigen Winkel. Oh. Ups. Herpassen, schnell! Schlaf nicht! Wenn du mich so anschreist, dann spiele ich gar nicht erst mit. Wow, ein echt tolles Team habt ihr da. Sechs zu null. Ein überlegener Sieg. Und jetzt die Pause vor dem letzten Drittel. Wir machen irgendetwas falsch. Und ich kann euch sagen, was? So wie Selbstvertrauen? Kalkulationen? Eleganz? Geschwindigkeit! Was uns hier fehlt, ist Teamgeist. Simke, du hast recht. Einer für alle und alle für einen. Passt auf, wir machen das so. Schuss und schnell zurück, ein Wechsel steht bevor. Der neue Spieler hat mehr Glück, der schießt den Puck ins Tor. Einer für alle, vorwärts hurra, mit Mannschaftsgeist ans Ziel. Denn alle sind für einen da, ja das ist unser Spiel. Hockey ist toll. Wie konnte mir das bloß passieren? Weil du ganz alleine spielst, aber wir sind ein Team! Team! Die Kettenreaktion. Tom Thomas, was machst du da? Nullig, lass mich in Ruhe. Im Ernst? Was ist das? Stör mich nicht bei der Arbeit, okay? Nullig, sieh, was du angerichtet hast. Ich? Weil du nicht aufhören konntest. Aufhören? Womit? Ich habe mich eine halbe Stunde abgemüht und du hast alles zerstört. Hey, Tom Thomas, kannst du mich hören? Tom Thomas, lass mich raus. Nullig, haust du dagegen den Becher? Ja. Und wie bist du da reingekommen? Das geht dich gar nichts an. Warum bist du so gemein? Weil mir danach ist. Ach ja? Dann bleib, wo du bist. Wer braucht dich schon? Frecher Kerl. Hast du dich gestoßen? Und wenn schon? Tut es weh? Lass mich in Ruhe, Spule. Du musst dich immer überall einmischen. Hey, warum bist du so wütend, hä? Nullig war gemein zu mir. Deswegen bist du gemein zu mir? Tut mir leid, Spule. Und wo ist Nullig jetzt? Dort. Los, gehen wir zu ihm. Nullig, ich bin's, Spule. Alles okay? Es geht. Warum warst du gemein zu deiner Schwester? Weil Tom Thomas gemein zu mir war. Ich verstehe. Eine Kettenreaktion. Eine was? Einen Holzkopf.
Holzklotz anzuzünden ist nicht so einfach. Aber es ist einfach, ein Streichholz zu zünden, das einen Holzsplitter entfacht. Der Holzsplitter zündet den Zweig an und der Zweig zündet den Holzklotz an. Habt ihr schon einmal gesehen, wie sich ein Feuer ausbreitet? Es ist eine typische Kettenreaktion. Ihr müsst bei Feuer also besonders vorsichtig sein. Ein einziges klitzekleines Streichholz kann zu einem großen Desaster führen. Ja, ein ganzer Wald könnte davon Feuer fangen und komplett abbrennen. Und all das wegen einer einfachen Kettenreaktion. Was meinst du? Welche Kettenreaktion? Das ist doch klar, Lolik. Tom Thomas war gemein zu dir, du warst gemein zu Simka und Simka war gemein zu mir. Da haben wir es. Eine Kettenreaktion. Ja. Und diese miese Laune war wie ein Funken, der sich immer und immer weiter ausbreitete, wie ein Waldbrand. Kannst du mir vergeben, Simka? Ja, na gut. Ich hab ne Idee. Warum beginnen wir nicht einfach eine neue Kettenreaktion genau andersrum? Wie soll das gehen? Na, statt Ärger und schlechte Gefühle können wir Fröhlichkeit verbreiten. Aber wie? Ganz einfach. Es genügt schon, zu lächeln und nette Dinge zueinander zu sagen. Eine tolle Idee. Zusammen können wir Tom Thomas' Laune verbessern. Ich weiß wie. Helft mir doch, diesen Dominostein aufzuheben, okay? Das ganze Universum besteht aus Atomen. Aber Atome sind so winzig, dass man sie nicht einmal durch ein Mikroskop sehen kann. Aber wenn sich ein Atom spaltet, dann gibt es eine winzige Explosion. Die Explosion kann eine weitere auslösen und diese wiederum eine neue und die noch eine. Das ist eine Kettenreaktion. Und so werden aus vielen winzigen Explosionen eine gigantische Explosion. Und so kann eine Atombombe entstehen, die fürchterlichste Waffe, die es gibt. Aber Atomenergie kann auch zu friedlichen Zwecken genutzt werden. Zum Beispiel nutzen Kernkraftwerke diese Energie, um Elektrizität und heißes Wasser zu erzeugen. Und Atomkraft kann genutzt werden, um durch dickes arktisches Eis zu brechen, sodass Schiffe hindurchfahren können. So, geschafft. Nolik, ruf ihn her. Mhm. Jetzt zeigen wir Tom Thomas, wie eine Kettenreaktion funktioniert, sodass man sich gleich besser fühlt. Er kommt. Auf die Plätze, los. Was ist hier los? Nein, echt? Tom Thomas, sieh dir das an! Total super cool. Ich kann es echt kaum glauben. Wie habt ihr das gemacht? Das war ja eine richtige... Eine Kettenreaktion. Was? Eine Kettenreaktion. Die Türklingel. Nolik! Nolik! Was machst du denn da? Ich pfeife nur ein Lied. Willst du dieses Lied etwa pfeifen, bis Tom Thomas wieder da ist? Er ist doch gerade erst für eine Woche weggefahren. Und wir erwarten Gäste. Erinnerst du dich? Welche Gäste? Ich habe alle eingeladen. Die Klasse? Ja, Klasse! Schlafen die da drin etwa oder was? Erst laden sie uns ein und dann machen sie einfach nicht auf. Hm, dann gebe ich das Geschenk halt euch. Feuer, vielleicht probierst du es jetzt nochmal. Wenn sie kommen, läuten sie an der Tür. Warum denn? Weshalb machen sie es nicht wie immer und klettern durchs Schlüsselloch? Auf keinen Fall. Heute läuft das anders, Nolik. Sie sind nämlich unsere Gäste. Ah. Die Gäste klingeln draußen und die Gastgeber lassen sie rein. Es läutet nicht. Glaubst du, die Türklingel ist kaputt? Ich sag, wir reparieren's. Bevor wir irgendwas reparieren, müssen wir wissen, was nicht in Ordnung ist. Erst reparieren wir sie und dann werden wir es wissen. Früher in den alten Zeiten haben die Leute eine Glocke mit einer Schnur über ihre Tür gehängt und Gäste haben daran gezogen, damit es klingelt. Heute sind Türklingeln elektrisch und machen verschiedene Geräusche. Einige summen, andere klingeln und einige zwitschern wie Vögel. Die Töne kommen aus einer Schachtel innerhalb des Hauses, die Glocke genannt wird. Um die Glocke zu läuten, drückt man einen Knopf, der außen angebracht ist. Der Knopf funktioniert so wie ein Lichtschalter, aber anstatt Licht zu machen, macht er Geräusche.
hilfst du mir mal? Ich sollte darüber nachdenken. Ja. Simka! Glaubst du, deine Gäste kommen überhaupt? Simka! Tula, hallo! Die Türklingel funktioniert nicht. Sie ist wohl kaputt. Seltsam. Heute Morgen ging sie noch. Nolik, komm mit. Erst prüfen wir die Kontakte. Ja, gut und fest. Okay, jetzt den Lautsprecher. Oh, der Lautsprecher geht. Vielleicht gibt's ein Problem mit der Elektronik. Und was, wenn wir die Drähte abtrennen und auswechseln? Was passiert dann? Gleich werden wir es wissen. Weißt du was? Wir sollten die Drähte direkt miteinander verbinden. Ist das nicht gefährlich? Wir werden sehen. Keine Sorge, noch ist nichts passiert. Feuer. Er ist die Maschine unserer Klasse. Er ist der Schnellste, der Wendigste und der Mutigste. Feuer kann nicht mal eine Minute lang stillsitzen. Er ist immer auf der Suche nach Abenteuern. Ständig brennen neue Ideen in seinem Gehirn. Und deswegen heißt er Feuer. Aber weil seine Ideen nicht immer gut sind, hat er ständig Schrammel und Beulen. Er muss immer übertreiben. Ihm ist einfach nicht zu helfen. Wenn er eine brandneue Idee hat, dann vergisst er sogar manchmal die Schule. Großfix bestraft ihn dann. Das scheint Feuer nicht weiter zu stören, weil ihm sogleich ein neuer Plan durch den Kopf geht. Um ehrlich zu sein, ist mir Feuer am liebsten von all den Jungen aus unserer Klasse. Es ist einfach nie langweilig, wenn er dabei ist. Hey, ihr da unten. Ich weiß, warum es nicht funktioniert. Na, dann sag es uns doch. Im gesamten Haus gibt's keinen Strom. Und deshalb funktioniert die Klingel nicht. Wow, 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 wow. Und jetzt? Können wir nicht wie echte Gäste zu Besuch kommen, bis der Strom wieder geht? Und wann wird sie wieder gehen? Weiß nicht. Es könnte viele Stunden dauern, Leute. Oh, der Strom ist zurück! Genug geläutet! Ey, Feuer, hör auf rumzualbern! Er albert gar nicht herum! Ich bin's nicht, klar! Wer klingelt denn dann? Keine Ahnung! Aber ich weiß es! Die Türklingel läutet, weil Feuer die Drähte miteinander verbunden hat. Stimmt, aber ich mach's gleich mal heil! Ha! Deine Gäste sind echt laut! Ja! Gott sei Dank sind die Menschen gerade nicht zu Hause. Hallo? Hallo, liebste Gäste. Treten Sie bitte durch das Schlüsselloch herein. Also, sollen wir reingehen? Wohin? Na, ins Haus. Nee, das machen Gäste doch nicht. Was sollen wir dann tun? Echte Gäste läuten nämlich an der Tür. Okay, haltet mich fest. Jappa. Die Brechstange. Hier ist alles ganz. Ich wünschte, dass etwas kaputt wäre. Seit einer Woche ist schon nichts mehr kaputt gegangen. Keine Sorge. Irgendwann geht alles mal kaputt. In diesem Haus scheint jedenfalls nichts kaputt zu gehen. Tja, weil wir uns so gut um alles kümmern. Nee, Marcia. Ohne richtige Arbeit ist's langweilig. Wir sollten umziehen. Wenn Fixies die Schule beenden, dann müssen sie sich einen Platz suchen, an dem sie gerne arbeiten würden. Einige werden in Fabriken arbeiten, andere auf Schiffen, einige in Theatern und wieder andere in Krankenhäusern. Fixies werden überall gebraucht. Fixie-Familien mit Kindern suchen sich gerne etwas ruhigere Orte aus. Normalerweise lassen sie sich in bewohnten Häusern nieder. Dort ist es nicht so laut wie in einer Fabrik, trotzdem gibt es dort genug Arbeit zu tun. Sie müssen Geräte wie Computer, Staubsauger, Telefone, Bügeleisen und Waschmaschinen überprüfen. Und Fixies geben immer ihr Bestes. Sie lieben es, einfach mit Arbeit beschäftigt zu sein. Und wenn im Haus nichts kaputt gehen sollte, dann werden Fixie-Familien an einen neuen Ort ziehen, an dem es viel mehr Arbeit zu tun gibt. Nolik, hast du das gehört? Ich will nirgendwo anders hinziehen. Denk doch mal an die Kinder, Schatz. An deren Schule und Freunde. Gefällt dir ihr Freund etwa? Ein Menschenkind spielt mit Fixie-Kindern. Du weißt genauso gut wie ich, dass es verboten ist. Alles klar.
wenn hier bis zum Ende des Tages nichts kaputt geht, dann wär's das. Dann ziehen wir einfach um. Oh nein, ich kann nicht. Tom Thomas kommt erst übermorgen wieder. Da wären wir ja schon weg. Reiß dich mal zusammen. Werde ich ihn dann etwa nie mehr wiedersehen können? Nolik, ich habe eine Idee. Was? Was für eine Idee? Wenn irgendetwas vor Ende des Tages zufällig kaputt geht, dann ziehen wir nicht um. Aber was, wenn nichts kaputt geht? Bleib ruhig. Wir werden einfach dafür sorgen. Simka, du bist ein Genie. Aber wie werden wir dafür sorgen? Wir nehmen einfach eine Brechstange. Eine Brechstange ist kraftvoll und einfach. Sie ist nichts anderes als eine schwere Metallstange mit entweder scharfen oder flachen Enden. Beim Aufbrechen von Beton oder Eis kann sie sehr hilfreich sein. Als Hebel kann man mit ihr sogar einen Baum entwurzeln oder einen Felsen bewegen. Wenn eines der Enden eine Klaue hat, dann kann man damit gut Nägel herausreißen. Ja, manchmal sind die einfachsten Werkzeuge die stärksten. Haben wir denn eine Brechstange? Wir haben unseren Pakomaten. Und der hat alles. Ja! In jedem Mechanismus steckt Arbeit für uns drin. Weil all diese Geräte ganz unbeständig sind. Bei Nacht und auch bei Tage, wir kommen nie zu spät. Wir sind das Notfallhilfeteam, wir sind schon unterwegs. Sieh nur hin, Tisch! Wir sind schon drin, Tisch! Analysiert, Tisch! Und repariert, 1, 2, 3, Tisch! Wir sind dabei, Tisch! Wenn Arbeit klingt, Tisch! Dann sind wir flink! Darf ich es mal probieren? Bitte sehr! Nolik! Was denkst du dir bloß? Ich mache es doch genauso wie du! Machst du nicht! Das kapiere ich nicht! Erstens muss das, was du kaputt machst, so aussehen, als wäre es von allein passiert. Oh, ich verstehe. Und zweitens musst du es so machen, dass es später repariert werden kann. Hat hier jemand etwas von reparieren gesagt? Oh, oder höre ich nicht recht? Papus, wir haben nur gerade gemerkt, der Fernseher ist kaputt gegangen. Tatsächlich? Ja, und einer der Tastaturknöpfe steckt fest. Im Ernst? Im Ernst? Und schau, die Uhr, die tickt auch nicht mehr. Oh, wow! Marcia, unser Leben verbessert sich. Fixi sei Dank. Sollen wir loslegen? Ja, was sonst? Wir sind die Fixies. Die Kraft liegt in der Arbeit. Und Arbeit macht uns Spaß. Denn ohne all die Arbeit wären wir schon nicht mehr da. Und tief in den Geräten, wo es ganz dunkel ist, könnt ihr uns funkeln sehen wie einen bunten Blitz. Sieh nur hin. Wir sind schon drin. Tisch. Analysiert. Tisch. Und repariert. 1, 2, 3. Tisch. Wir sind dabei. Tisch. Wenn Arbeit klingt. Tisch. Dann sind wir flink. Tisch. Oh, das war eine Menge Arbeit heute. Fast so, als hätte jemand es mit Absicht kaputt gemacht. Also wir ganz bestimmt nicht. Ist von allein passiert. Ja, in dieser Wohnung gibt's noch viel zu tun. Ausziehen kommt nicht in Frage. Ich mag es hier. Ich auch. Ich auch. Schatz, mir gefällt es hier auch richtig gut. Der Entlüftungsschacht. Tom Thomas! Tom Thomas! Ja? Simka Spule, schau doch mal. Er ist schön, oder? Oh, wundervoll. Das ist nichts weiter als Modeschmuck. Das ist Schnickschnack. Nutzlos? Schau doch, wie gut er zu meiner Spange passt. Nützliche Sachen sind solche, die man auch wirklich braucht. Wie zum Beispiel diese Strickleiter, die ich hier habe. Sie ist wundervoll. Und wo wollt ihr mit diesem Ding hinklettern? Aber dieser Spiegel hier ist beides. Hübsch und nützlich. Ach, wie wundervoll. Spule, für dich ist ja alles wundervoll. Aber hier ist etwas mega Wundervolles, das ihr bestimmt nicht habt. Oh, was ist denn das? Eine mechanische Superkralle. Der ist bestimmt perfekt für Seitenkratzen. Guckt mal, was ich hab. Ein tolles Foto von Vector. Und er hat sogar für mich signiert. Ist das wirklich Vector? Du hast ein Foto des mutigsten Fixies, der je auf unserem Planeten gelebt hat? Ja, und er ist doch der hübscheste. Ist er das wirklich? Niemals. Lass mich noch mal sehen. Du zerknittest es. Man hat dich reingelegt. Nö. Doch.
Neidisch? Gib her! Mein Foto! Oh nein! Was war das? Der Wind. Das ist alles deine Schuld. Das ist nicht meine Schuld, es ist deine, weil du so angeben musstest. Bitte, Mädels, nicht streiten. Lass es uns finden. Eines Fixies von Menschen gefunden würde. Also, wo könnte es sein? Ah, ich weiß, wie wir es finden können. Ja, genau. Wir machen eine Blase und schauen dann, in welche Richtung sie schwebt. Wir folgen ihr und so finden wir das Foto. Wisst ihr, warum ihr aus seifigem Wasser Seifenblasen pusten könnt? Auf der Oberfläche einer jeden Flüssigkeit liegt ein unsichtbarer Film, der sehr dünn, aber sehr elastisch ist. Wenn ihr es selbst sehen wollt, dann füllt ein Glas ganz voll mit Wasser bis an den Rand. Nehmt jetzt eine Münze und lasst sie vorsichtig seitwärts hineinfallen. Dann nehmt noch eine Münze und noch eine und noch eine. Ihr werdet sehen, dass das Wasser nicht überschwappt, sondern dass oben ein Hügel entsteht. Das ist, weil das Wasser oben zusammenklebt. Warum? Wegen einer Kraft, die man Oberflächenspannung nennt. Und dank dieser Kraft kann Wasser Tropfen formen. So entstehen auch Seifenblasen. Wenn wir nämlich Seife ins Wasser geben, dann wird der Film noch elastischer. Jedoch nicht so elastisch, dass die Blasen nicht zerplatzen. Okay, alles klar. Jetzt nur noch pusten. Und alle zusammen. Und? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Schaut, sie fliegt! Wunderbar! Die Entlüftung! Oh klar, warum habe ich nicht gleich daran gedacht? Habt ihr je Löcher im Badezimmer oder in der Küche gesehen, die vergittert waren? Das sind Entlüftungsschächte. Und hinter ihnen befindet sich ein langes Rohr, welches Luftkanal genannt wird. Durch den sogenannten Luftkanal werden unangenehme Gerüche und auch muffige Luft nach draußen befördert. Und wenn ihr die alte, schlechte Luft noch schneller aus dem Haus befördern wollt, dann öffnet das Fenster und lasst etwas frische Luft von draußen hinein. Die Luft in eurem Zuhause sollte immer frisch sein. Hey, schaut mal her! Da drüben steckt es! Schnapp's dir, bevor es wegfliegt! Wie kommen wir ran? Was für eine Frage! Weißt du denn nicht mehr, was ich hab? Timmy! Danke, Simka! Was hätten wir nur ohne deine mechanische Kralle getan? Und ohne deine fantastische Leiter. Hier, für dich. Oh. Ein Geschenk von mir. Oh, danke, wie toll. Und dir will ich das geben. Toll. Einfach wundervoll. Simka, bist du hier? Ha, was hast du denn da, Simka? Einen kleinen Spiegel. Er ist wundervoll, oder? Ach, ihr Mädchen. Ihr seid alle gleich.